So, mein Lieber, jetzt melde ich mich nochmal zu später Stunde und ich dachte, ich spam dich jetzt mal mit der ersten von wahrscheinlich vielen Street Fighter Figuren voll, die dich eher weniger interessieren. Ich drück's mal so aus. Obwohl du ja gesagt hast, Zangief definitiv Interesse vorhanden. Ja, der kommt dann als nächstes dran. Aber ich konnte ja die Serie jetzt nicht beginnen, ohne den Hauptcharakter vorzustellen. Dementsprechend habe ich heute Jada Toys Ryu ausgepackt. Street Fighter, Ultra Street Fighter 2. Und was soll ich dir sagen? Der Typ ist der Wahnsinn. Also wenn das der Standard ist, mit dem Jada Toys die nächsten Figuren macht, dann großer Gott stehen uns Street Fighter Fans und Figurensammlern großartige Zeiten ins Haus. Ich bin voll begeistert von dieser Figur. Der ist der absolute Super-Mega-Doppelkracher. Also absolut geil. So, ich gehe mal so ein bisschen, ich mache jetzt keine Riesen-Audio dazu, aber ich gehe so ein bisschen drauf ein. Also verpackungsmäßig ist er ja sowieso klasse, ne? Dieses Arcade- Maschinen-Outfit, was ja die Verpackung hat, finde ich super. Man kann die Figur auch gut erkennen. Richtig gut. Hinten die ganze Wave drauf, ja, also beziehungsweise erstmal das, was sie vorhaben, also das ganze Raster an Figuren, was sie machen wollen, an Charakteren und dann eben auch die ganze Wave, also die drei Figuren, die da jetzt zu Wave 1 gehören, mit drauf. Super klasse, gut gemacht, finde ich sehr gut. Ich habe mich neulich noch über Verpackungen unterhalten und darüber, wie unsinnig teilweise die Figurenverpackungen mittlerweile sind, weil du entweder du siehst die Figur nicht vernünftig oder sie zeigen dir nicht, was alles in einer Wave drin ist oder sie haben keinen Namen, sondern es steht nur irgend so eine komische Produktzahl unten drunter, womit du dann auch nichts anfangen kannst. Das war alles in den 90ern, 80ern, 90ern war das viel, viel besser. Aber hier bei den Figuren auf jeden Fall gut gemacht, finde ich sehr, sehr gut. Zu Ryu selber, Gott, ist das eine geile Figur. Also Nummer eins, und mir fällt das halt auf, weil ne, bei ganz vielen Figurenserien heutzutage ist es eben nicht so. Ich nehme ihn aus der Verpackung und ich kann, ohne mit heißem Wasser rumzuhantieren, an dieser Figur sofort loslegen und ihn posieren. Also das ist schon mal ein riesengroßes Plus. Die Gelenke sind fest, die sind nicht steif, die sind fest, ja, aber eben auch nicht locker, es flappt dir nichts entgegen. Ne, so wie wir es jetzt neulich ja erst bei Neckars Alte mit Shredder hatten, wo ich das Ding rausnahm und direkt frisch aus der Verpackung schon das eine Bein am Floppen war. Ne, du erinnerst dich, es war großartig, ich habe mich sehr gefreut. Hier nichts davon zu merken, alle Gelenke sind schön fest, lassen sich aber trotzdem gut bewegen, kein heißes Wasser nötig. Er hat alle Gelenke, die er haben muss. Du kannst alles anposen. Zum ersten Mal in der Geschichte von Street Fighter Figuren, beweglichen Street Fighter Figuren, kannst du mit dem alle Posen machen, die du mit ihm machen willst. Du kannst Posen machen, die er niemals im Spiel gemacht hat. Du kannst aber auch sämtliche Posen machen, die er im Spiel gemacht hat. Und das ist geil. Das ist richtig, richtig klasse. Die SOTA Toys Street Fighter waren ja für mich bisher das Nonplusultra. Die sind ja nun mittlerweile auch schon fast 20 Jahre auf jeden Fall. Ja, doch, 20 Jahre alt. Ja, genau. 20 Jahre alt. Ich glaube, aufs Jahr genau. 20 Jahre. Wahnsinn. Waren bislang für mich immer noch die besten Street Fighter Figuren. Ja, die hatten natürlich ihre Macken. Gelenke waren mittlerweile veraltet. Auch die teilweise in den späteren Waves waren die dann, ja, also die Qualität ließ nach. Ne? Du hast sie aus der Verpackung genommen und da floppten dann teilweise auch dir schon die Beine entgegen und so. Aber es war zumindest, du hattest fast alle Charaktere aus Street Fighter, aus dem Original Street Fighter Spiel, bis auf einen, soweit ich mich erinnern kann. Bis auf einen Charakter hatten sie alle Street Fighter Charaktere aus dem Original Street Fighter 2 Spiel gemacht. Aus den 90ern. Und das war klasse. Sie haben es halt, wie gesagt, nicht geschafft, komplett alle zu machen. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was Jada Toys macht, weil die wollen ja alle machen. Damit wären sie in der Geschichte der Street Fighter Figuren die erste Firma, die das hinbekommt, wirklich alle Figuren zu machen. Zumindest aus Street Fighter 2 von damals.
Da bin ich sehr gespannt. Aber ich schweife ab. Ja, du merkst, ich bin euphorisch. Ja. Also, Jada Toys Street Fighter 2 Ryu. Geil. Ja. Also, wie gesagt, du kannst alle Posen machen, die du machen willst. Er kommt mit genügend Accessoires. Ja, Accessoires. Dass es in Ordnung ist. Ich hätte mir noch ein, zwei Sachen mehr gewünscht. Ich habe dir ja Bilder geschickt, noch und nöcher. Du wirst auf den Bildern sehen, da ist ein Energieeffekt, wo er quasi sein Hadouken, das ist ja eine seiner Spezialfähigkeiten, das ist so ein Energieball, den er wegschießen kann. Ich habe da einen Effekt von den Dragon Ball-Figuren reingemogelt in die Bilder. Und zwar das Bild, wo er das Ding zwischen den Händen so auflädt. Das ist ein Effekt, der nicht bei der Originalfigur jetzt mit dabei ist. Also das ist ein Dragon Ball-Effekt, ja. Aber es passte halt wunderbar. Und das Zweite, was ich da reingemischt habe, und das ist auf jeden Fall was, was ich mir gewünscht hätte, was sie noch mit dazu packen, weil es ikonisch für den Charakter ist, ist dieser Seesack, den er dabei hat. Dieser weiße Seesack, wo die letzten paar Bilder, die ich dir geschickt habe, wo er den hinten über der Schulter hat, der ist auch nicht mit drin. Also das ist leider Gottes, da haben sie, finde ich, da hätten sie vielleicht 2 € mehr verlangen können, wäre dann auch nicht mehr schlimm gewesen. Aber das ist was, was ikonisch für Ryu ist, weil das ist ja der ewige Wanderer, der immer barfuß, nur in demselben Outfit und immer mit diesem Seesack unterwegs ist, wenn er nicht gerade Leuten den Schädel einschlägt. Und ja, der gehört halt einfach mit dazu. Ne? Das ist jetzt ein übrig gebliebener Ryu-Seesack von der SOTA Street Fighter-Reihe. Ich habe so viele von diesen Seesäcken übrig gehabt, dass ich mir jetzt dachte, komm, du nimmst jetzt einen und testest mal, wie gut es aussieht. Und ich finde, es passt perfekt. Also mit diesem Seesack ist dieser Ryu noch mal 2 Punkte besser geworden. Also, ich liebe dieses Ding. Beweglichkeit super, Textur, dieser ganze Gi, den er da anhat, ist komplett texturiert, strukturiert. Der Gürtel ist strukturiert. Ich finde auch die Idee, wie sie den Gürtel und den Gi befestigt haben, dass man das abmachen kann mit so einem Pack. Ich finde das klasse. Das ist so gut. Das ist so klasse. Und ich hätte nicht mal verlangt, dass man den Gi überhaupt abmachen kann. Aber dass du es machen kannst. Geil. Richtig, richtig geil. Ja, man sieht unten drunter bei dem skulpturierten Körper, erstmal dieser ganze Körper ist skulpturiert. Sehr, sehr gut. Ja. Du kommst gut an die Beweglichkeit dran. Ja, man sieht, die Hautfarbe passt manchmal nicht so ganz zusammen. Also der Oberkörper, der nackte Oberkörper, ist oben in einer anderen Farbe so ein bisschen als der untere Teil, ja, wo die Bauchmuskeln dann sind. Aber ganz ehrlich, das sind so minimale Sachen, das fällt dir überhaupt gar nicht auf, wenn du jetzt nicht wirklich dahin guckst, ja. Ich meine, dir und mir wird das auffallen, aber manch anderem ist das halt völlig Schnuppe, ne? Also da kann ich ihn nicht mal ein Manko machen, kann ich nicht mal sagen, oh, das ist jetzt aber Punktabzug. Nein, also absolut super, ja. Alleine, dass man diesen Gi abmachen kann, klasse. Wie gesagt, das ganze Ding strukturiert, texturiert. Die Handschuhe, die Kampfhandschuhe haben auch Textur. So geil. Also, was für eine Liebe zum Detail da einfach drin steckt. Und wie gesagt, dieses Ding kostet ja in den USA nur $25. Das darf man nicht vergessen. Das ist Bombe. Also, der kann locker mit den großen Herstellern wie Figuarts und Storm Collectibles mithalten. Ich meine, klar, die packt natürlich mehr Accessoires, mehr Zubehör rein. Die sind besser bemalt, definitiv. Ja, das ist das große Manko von dieser Figur. Aber trotz alledem ist das ein bombenmäßiger Ryu. Also der beste Ryu bisher, würde ich behaupten. Nur meine Meinung, der beste Ryu als Actionfigur, den wir bisher gekriegt haben, ist dieser. Und das ist ja ihr Vorzeigestück, ihr Anfangsstück. Also, ne, mein Gott, wie gesagt, wenn die mit dem Niveau weitermachen, oh mein Gott, das wird großartig. Das wird großartig, wenn diese gesamte Street Fighter-Reihe so wird wie dieser Ryu. Mein Gott, so geil. So geil. Also, wir fassen zusammen. Preis. Ich habe jetzt knapp über 30 € gezahlt. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Ganz ehrlich, dafür, dass der so klasse ist, da bezahle ich gerne 30 €. Ja, meinetwegen auch 32. Alles gut. Also Preis absolut in Ordnung. Beweglichkeit ein Traum.
Zubehör gut, hätte noch ein bisschen mehr drin sein können, ein, zwei Sachen mehr, ja. Aber trotz alledem gut, ja, kann man nicht sagen, dass zu wenig drin ist. Ich finde es auch schön, dass sie diesem Feuerball wenigstens noch einen Stand, eine Standhilfe mit reingegeben haben. Das ist bei manchen Herstellern auch nicht gang und gäbe. Da kriegst du dann Figuren, die eigentlich fliegen können sollten und es ist kein Flugstand mit drin. Das ist dann auch scheiße, ne? Also gut, wieder ein Punkt. Stand für diesen Energieball dazu. Also Zubehör gut, Beweglichkeit gut, Preis gut, Packung klasse. Das einzige Manko ist tatsächlich die Bemalung. Das wird dir aufgefallen sein bei dem weißen Ghee. Es sind teilweise überall so kleine schwarze Flatschen zu finden, was natürlich bei einem weißen Ghee besonders beschissen ist. Aber ganz ehrlich, ich kann damit leben. Ich werde da jetzt nicht dran rumfuschen. Ja, auch unten an den Zehen hat er so teilweise ein paar schwarze Flecken. Aber ganz ehrlich, der Mann ist die ganze Zeit barfuß unterwegs. Also an den Füßen stört mich das tatsächlich am wenigsten. Und naja, der trägt halt immer nur diesen einen Ghee. Ne? Dementsprechend kann da ja dann auch mal Schmutz drauf sein. Also alles gut. Ganz ehrlich, bei den Street Fighter-Leuten stört mich das nicht wirklich. Aber es ist halt was man erwähnen muss. Ne? Also die Bemalung ist nicht 100%, da müssten sie auf jeden Fall nochmal ran. Du hast das ja mitgekriegt mit diesen ganzen Geschichten, dass ich da jetzt mir das Ding nochmal, also das ist ja mein zweiter Ryu quasi. Der erste ist ja, der hat ja Fehler an den Augenbrauen gehabt und so. Dieser hatte jetzt tatsächlich Probleme hinten an den Haaren, die hinter dem Ohr entlang gehen. Die waren teilweise auch nicht bemalt. Da bin ich nochmal mit einem schwarzen Pinsel drüber gegangen. Ne? Der Ersatzkopf jetzt hat auch wieder Probleme mit den Haaren. Da gehe ich jetzt auch gleich nochmal drüber. Also die Bemalung ist ein Problem, definitiv. Also ja, mich stört's jetzt nur in Teilen, ja, ich kann es verkraften. Also das mit den Augenbrauen war übel, ja, ja. Vor allen Dingen, weil ja bei meinem Fei Long, das ist ja dann auch wieder einer von Jada Toys, da war ja sogar ein schwarzer Spratzer mitten auf dem Ersatzgesicht drauf. Also den hättest du im Leben da nicht weggekriegt, ohne wahrscheinlich den Rest der Farbe aus dem Gesicht da auch noch mit abzutragen. Also das ist natürlich scheiße. Und dann dafür 32 € ist hart. Da muss man dann wieder sagen, da tut der Preis dann weh, wenn du dafür dann sowas bekommst. Ne? Also das ist wirklich das einzige Manko, was ich bis jetzt habe, ist die Bemalung. Alles andere bombenmäßig. Ich liebe diesen Ryu. Der beste Ryu, den ich je hatte. Klasse. Größenmäßig auch super, passt wunderbar zu den anderen Figuren. Das wird eine grandiose Reihe. Und mein Gott, ich freue mich schon auf die nächste Figur. Ich freue mich schon auf die nächste Figur. Es ist so geil, Mann. Oh, was für eine Zeit, ein Street Fighter-Fan zu sein. Es ist nur geil. Also, falls du es noch nicht bemerkt haben sollst, ich bin so ein bisschen begeistert, ja. Ach, so geil. Ja, also, das wollte ich dir noch mit dazu schicken. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu sprunghaft gewesen und habe mich ablenken lassen. Aber Herrgott, ich bin halt so begeistert. Was soll ich denn machen? Ah, ne? Großer Gott. Ich beende das jetzt. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Mein Freund. Und jetzt mache ich Schluss, weil jetzt wird's nur noch schwachsinnig. Bis denn.